Hallo und herzlich willkommen, ich bin Subaka. Hier geht's weiter mit den Psardi. Und das ist die Station, die uns beim letzten Mal ordentlich veräppelt hat. Eine Station der Kormatani, die einen YL-Inhibitor angebracht hatte, den wir nicht vorher gesehen haben. Deswegen konnte unsere Flotte oder hat unsere Flotte unseren Befehl missverstanden und wollte auf einmal außenrum fliegen. Und das hat zu einer verlorenen Schlacht hier im Istora-System geführt. Die andere Flotte hat aber auch ordentlich Schaden genommen. Also wenn man das sich anschaut, in der letzten Folge steigen wir nur, glaube ich, um 4% nach oben auf 11 und die anderen, glaube ich, 7 oder sowas. Insofern hat es sie trotzdem geschmerzt. Sie werden jetzt versuchen, wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter Ärger zu machen. Allerdings sollte ihnen das nicht gelingen, denn wir werden jetzt von hier mit unserer großen Nostromo-Flotte erstmal Kodria einnehmen und dann diese Flotte verfolgen. Ich habe in der Zwischenzeit so ein paar Dinge an den Planeten getan, aber ich mache mal hier ein paar Sachen auch wieder zu. Da kann man, glaube ich, mittlerweile immer mal zwischendurch reinschauen. Und wir bauen hier an einigen Stellen noch was. Im Dwungar wird noch ordentlich weitergebaut. Hier sind schon einige. Hier schon wieder ein Schlachtschiff und Kreuzer, zwei Zerstörer und ich glaube, wir haben noch eine ganze Reihe von weiteren Zerstörern und Korvetten da im Bau. Genau, hier wird was verbessert. Das schauen wir uns alles später an. Die Huntwill-Station wird auf Kriegsstatus gebracht. Also, es sieht alles ordentlich aus und ich denke, wir können direkt weitermachen. Das ist die Event Horizon Squad, die vermisst ist. Die anderen Sachen, achso, da können wir uns schon mal drum kümmern, dass momentan dürfte der nichts zu tun haben, richtig? Die Terminal Deluge, wir gehen mal davon aus, dass sie nicht bis Dwungar kommen. Die kann mal per Subraumnavigation nach Dwungar fliegen. Ach nee, wir haben hier ja sogar einen. Ja, na gut, okay. Aber der ist bei der Archäologie am Graben. Insofern ist es ganz gut, hier noch jemanden zu haben, der später dann die Trümmer da wegräumt. Und ich lasse es erstmal auf normal. Ich denke, wir sind... Ist das die Station under Attack? Nein. Und wir haben schon wieder zwei, drei Sachen hier. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die nicht sehen. Die müssten doch schon lange angegriffen haben. Aber gut, sie werden schon angreifen. Welche Station ist unter Angriff? Ach so, das sind auch wir. Wunderbar. Aber wir haben einen Erfolg beim uralten Grab bei der archäologischen Stätte. Oder ist es ein Erfolg? Die archäologische Expedition auf Trax Ofco B1 hat Verzögerungen gemeldet, die durch eine Reihe unwahrscheinlicher Ausrüstungsprobleme verursacht wurden. Die Arbeiten wurden vorübergehend angehalten, bis Ersatz beschafft werden kann. Minus 3 Hinweise. Oh Mann, da ist aber echt einiges im Argen. Enemy Colony has crumbled. So, bum bum bum, also die greifen Kodria an, die sind hier fertig, die machen automatisch weiter und hier sollten wir jetzt im Hark-System, nehme ich mal stark an, genau, Nadex heißt der Planet, den haben wir uns mal einverleibt. Da ist die Geschichte, hat funktioniert, dann fliegen wir direkt weiter nach Kitadul. Und werden da auch die Armeen landen, wenn es jetzt hier nicht großen Widerstand gibt? Nein, überhaupt nicht. 92. Da kann die Armee direkt weitermachen. Hier machen die Flieger auch weiter. Meine Güte, ist aber was los. Also Relikte können wir auch nochmal aktivieren. Ihr habt mir ja auch noch mehrfach gesagt, wir sollten das durchaus machen, auch mit den Artefakten. 150, na, das gebe ich jetzt nicht aus. Ach ja, genau. Es gab ja noch einen großartigen Hinweis, den müssen wir unbedingt noch umsetzen. Und zwar haben wir völlig verpeilt, also nicht wir, sondern ich. Es gibt gar kein Land mehr von denen, wo wir mal draufklicken können hier bei den Kormatan. Auch nicht schlecht. Dann müssen wir über die Kontakte gehen. Wo sind denn die Kormatani? Da. Wir müssen unbedingt noch einen Anspruch stellen und zwar Jeval. Ah, okay, haben wir aber. Hatten wir schon von vorher. Also auf diese Enklave hat mich nochmal jemand aufmerksam gemacht. Insofern vielen Dank dafür nochmal. Und wo ich jetzt spiele, fällt mir ein, dass du mich auf noch was aufmerksam gemacht hast. Und das habe ich gerade vergessen. Ja, da müsste ich nochmal reingucken. Verflixt. Okay, nächste Folge leider. 001 Forge hat das nicht Angriffsversprechen mit den Kormatani gebrochen. Die möchten jetzt auch ein... oh.
Die möchten auch ein Stück vom Kuchen abhaben, wollte ich gerade sagen. Und die Sintomoroi haben jetzt tatsächlich die Unabhängigkeit der Komantani wieder garantiert. Das sind diese Jungs hier. Jetzt schauen wir mal kurz nach Frontral. Diese Station hat 17.400. Das ist nicht so schlecht. Wir könnten sie noch auf eine Zitadelle verbessern. Das können wir durchaus auf jeden Fall tun. Wir könnten allerdings auch noch jetzt mal, um mal ein Zeichen zu setzen, ein paar Verteidigungsplattformen anbringen. Und vielleicht sollten wir da sogar mal schauen, ob wir... Ah, wir können sogar Ionenkanonen ja jetzt bauen. Aber ich glaube, das geht nicht direkt. Das müssten wir, da müssten wir noch was anderes machen. Ich glaube, die haben wir noch nicht richtig aufgerüstet. Genau, die hat zumindest noch nicht die fette Gauss-Kanone. Und auch noch nicht die neuen Gamma-Laser. Moment, das haben wir jetzt falsch rum gemacht, aber ist auch wurscht. So vielleicht. Ein Phasendisruptor ist damit drin. Das ist drin. Der Sensor ist drin. Das ist drin. Das hier ist auf Stufe 5. Das ist korrekt. Hilfsfeuerkontrolle und so weiter. Das können wir mal überschreiben. Und ich frage mich jetzt nur, ob wir jetzt mit denen schon, ob sie direkt in den Krieg mit eingetreten sind. Nein, die sind in einem anderen Krieg. Mit der Ikazuri Trade Union und 001 Forge. Da müssen wir jetzt mal drauf schauen. Aber wir können direkt mal sagen, kommt mal besser nicht hierher. Das kostet ein bisschen was, aber es kostet das als Basis, richtig? Ja. Dann bauen wir gleich mal 1, 2, 3 von diesen Plattformen. Und wir können nochmal gucken, ob wir hier diesen... Nee, wir haben das nicht ausgebaut zum Riesenteil. Also dieses mit diesem Massencomputer. Ich würde sagen, danach verbessern wir das auch noch auf eine Zitadelle. Das ist eine Verteidigungsstellung, wenn wir nicht auch noch Krieg gegen die führen wollen. Okay, dann geht es jetzt hier erstmal weiter. Kodria sollte schnell erledigt sein. Jawohl. Damit ist hier Ruhe. Wir sind mal freundlich zum Kolonieschiff. Jetzt schauen wir mal, wo die... Ah, die fliegen alle darunter. Fliegen die alle darunter? Ja, es scheint so. Dann fliegen wir da auch hin. Die wollen in den Nebel rein. Da wollen wir sie jetzt nicht sich verstecken lassen. Rivale, Rontor und Sacrosanct League, das ist eine andere Geschichte. Das haben wir schon geschafft. Hier unten sollten unsere Armeen fast da sein. Jawohl. Feindflotten in der Nähe der Amöbenschwarm in Bradam. Tatsächlich ein 4000er. 001 Forge hat ihre Grenzen geöffnet. Also jetzt passieren Dinge, die ein bisschen merkwürdig sind. So, hier wird es jetzt zur Schlacht kommen. Jetzt müssen wir noch einmal gucken, was ist hier. Hier werden die Schilde aufgehoben. Die Reduktion der Überlichtgeschwindigkeit beträgt auch 50%. Ausweichen kann man deutlich besser. Das heißt, sie haben wahrscheinlich mit ihren kleinen Schiffen ein bisschen mehr Vorteil, als sie sonst hätten. Ich würde jetzt gerne mal rein taktisch, ich weiß, sowas macht man eigentlich nicht in diesem Spiel, aber ich mache sowas trotzdem, gerne mal hier unten lang fliegen. Wenn die... Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drum kümmern. Das wird kein Problem sein. Hier gibt es nochmal ein Sadi auf dem Sklavenmarkt, das interessiert uns auch nicht. Mich interessiert jetzt, falscher Knopf, mich interessiert das hier. Und ich würde gerne eigentlich sogar, also es wäre am besten, wenn wir hier auf einen Kampf verzichten würden. Den Kampf hier unten reinpacken. Oder eben wirklich... Okay, also hier passieren leider zu viele Sachen. Ein Forschungsabkommen zwischen denen wurde gebrochen, das macht nichts. Eine Tachyon-Lanze haben wir mittlerweile entwickelt, das ist auf jeden Fall super. Dann schauen wir weiter, was wir jetzt noch weitermachen. Wir könnten nochmal einen Emitter uns zusammen basteln. Komm, wir bauen jetzt auch nochmal einen Protonenwerfer. Wir haben schon ansonsten nur Megaprojekte in der Forschung. Und wir kommen hier relativ gut durch. Wenn wir die jetzt alleine erstmal eine Runde bekämpfen könnten, wäre es sicherlich gut. Und ich meine, die haben ja auch keine Schilde. Das ist ein Außenposten, wo jetzt die Kamera gerade rumfummelt. Das ist hier, glaube ich.
Wahrscheinlich wollen die auf diese Flotte losgehen. Auf die 12.000er. Insofern macht es schon Sinn. Jetzt wartet kurz. Wir lassen jetzt die rausfliegen. Wir lassen die mal rausfliegen und holen uns die andere. Wenn die weg sind, haben sie 7200 weniger und dann sollten wir überhaupt keine Probleme mehr haben. Jetzt können wir wirklich angreifen. Hier rein und Start. Die sind weit weg. Und damit haben wir sie aufgeteilt. Und sollten hier leichtes Spiel haben. Gehe ich zumindest davon aus. Vielleicht mit mehr Verlusten wegen den abgeschalteten Schilden. Machen wir nicht mehr. Invasion ist vorbei. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Das war's schon. Dann machen wir die auch noch kaputt. Die... Ah, Moment, das sind zwei, ne? Da ist noch eine 6 oder eine 6000 darunter. Unter diesen 145 Armee-Dingern. Aber damit liegen sie schon mal auf 35%. Wir auf 13. Und das hier wird den nächsten Schlag geben. Der Sklavenhandel mit organischen Wesen ist leider nicht verboten worden. Das ist ein bisschen ungünstig. Wir fliegen hier hinterher. Wir schauen mal, ob unsere andere Flotte schon wieder da ist. Die Event Horizon ist wieder zu Hause. Die soll mal sich schön da jetzt reparieren, die Arme, und sich zusammenlegen mit der anderen. Dann haben wir da schon wieder 11.000 immerhin. Und wir hätten auch dort oben... So, die sind durch. Die wollen jetzt denen an den Kragen, glaube ich. Ich glaube, das ist albern. Die können sich in Soju nochmal heilen. Brauchen sie gar nicht, 99%. Das ist witzlos. Ihr könnt hier direkt mal hinterherfliegen zur Sicherheit. Ich glaube, hier kommt noch ein Verbündeter. Hier kommt noch eine 15.000er Flotte von den Trackpotions, liebe Freunde. Wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir sind jetzt schon bei 50%. Die Armee ist hier schon wieder. Wir schauen mal, wo der nächste Planet ist. Irgendwie sehe ich die nicht so richtig. Da sollte einer sein. Dann fliegen wir da mal hinterher. Zur Hauptstadt werden die auch besetzen. Und auch direkt die Armeen landen, ohne Bombardierung, ohne alles. Denn, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte schauen, wie es auf dem Planeten aussieht. Auch hier sind quasi keine Garnisonen. Okay, damit brauchen wir auch uns keine Sorgen mehr machen, würde ich sagen. Die kommen, ich hoffe, die Trackpotions kommen jetzt wirklich auch. Ja, sie kommen hier rüber geflogen mit einzelnen Armeen sogar. Die fliegen da hoch. Ich denke, wir sollten eigentlich fast alles besetzt haben, was wir haben wollen. Das stand, glaube ich, nicht auf der Liste hier. Keine Befehle. Dann hol dir mal ganz kurz die da. Kommen die jetzt runter? Ja, sie fliegen zu uns. Die Trackpotions sind aber schon da. Schauen wir uns das ganz kurz mal hier strategisch an. Aber das ist, glaube ich, jetzt nun wahrlich kein Problem. Die kämpfen schon gegeneinander. Die dürfen gerne auch noch ein paar Punkte mitmachen. Und wir greifen auch mit ein. Und wir haben eine neue Forschung. Wir haben haufenweise Sklaven. Das ist, glaube ich, wirklich durch diesen Krieg hier, dass die Sklaven jetzt rauskommen. Und wir haben einen neuen Schiffstyp, den Juggernaut. Und ein neues Sternenbasisgebäude, die kolossale Werft. Meine Herren. Ah, und wir haben noch was erforscht, was ich jetzt verpasst habe offensichtlich. Den Juggernaut. Und den Protonenwerfer haben wir auch schon gemacht. Okay, dann schauen wir hier weiter. Gefechtsrolle, Kosten, Gebäude minus 5%, Energie, Waffen plus 5. Ja, wir können das jetzt immer weitermachen, aber das hier, das bleibt ja für alle Zukunft. Deswegen mache ich jetzt noch einen Neutronenwerfer. Wir wollen uns noch ein paar schöne Dinge zusammenbasteln hier, finde ich. Ripper Autokanone, Wirbelwindraketen. Ja, wir können unsere ganzen Rockets mal auf Tech bringen oder eben unsere Roboter wirklich nochmal verbessern. Ich denke, das ist auch nochmal eine gute Idee. Wir haben hier ziemlich viel und ich würde auch, oder ich habe auch schon, glaube ich, in den neuen Planeten, wo so viel Arbeitsplätze und so viel Wohnraum war, auch Roboter und Genkliniken gebaut. Also Roboterfabriken plus Genkliniken. Das sollten sie nicht überleben mit hier von zwei Seiten. Auch lustig im Weltraum von zwei Seiten. Das ist die Föderationsflotte tatsächlich sogar.
Okay, auch das ist erledigt. Sie sind bei 63%. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Die sollten doch schon viel größer sein. Wir gehen mal hier weiter und schauen mal. Ich denke, wir mal unsere Armee da oben. Wie groß ist die? 270 ist natürlich jetzt nicht so viel. Hier müssen wir mal gucken nach den Planeten. Wieso sieht man das eigentlich nicht? Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Hier ist auch keiner. Interessel. Naja, 101 könnte man auch mit 240 schaffen, ne? Wir können ja mal. Ist die Flotte schon wieder repariert hier? Der Kreuzer passt da nicht mehr mit rein. Wieso nicht? Achso, das ist der Reef Stratum wieder. Okay, dann fliegen wir mit denen mal nach Dressel. Die Mithfell-Kanat hat die Grenzen zu uns geöffnet. Interessant, dass die auch noch was wollen und fliegen mit den 240 Mann mit darüber. Ach du meine Güte, und jetzt? Ausbreitung oder Dominierung? Tja. Wachstumsgeschwindigkeit der Bewohner nochmal erhöhen, Unterhalt der Sternenbasen reduzieren, Reichsausbreitung von Systemen und Kolonien reduzieren, ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Vollstrecker. Monatlicher Einfluss insgesamt ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ein zusätzlicher Distrikt. Komm, wir machen mal das Ausbreiten, auch wenn das erste jetzt wirklich mit der Entwicklungsgeschwindigkeit nicht so gut ist. Aber wir probieren mal immer noch das Gesicht zu wahren, dass wir hier eigentlich ganz friedlich sind. Und jetzt möchte ich hier noch einmal reinschauen, warum wir die Kriegsziele noch nicht durchgesetzt kriegen. Irgendwas. Wir fordern auf jeden Fall noch irgendwelche unbesetzten Systeme. Unbesetzte Planeten, unbesetzte Systeme. Was fordern wir denn hier gerade noch, was wir noch nicht besetzt haben? Wir haben quasi alles außer das. Also die beiden noch, aber die fordern wir auch gar nicht. Oder fordern wir jetzt was hier von den Sintomoroi irgendwo? Ach, schau mal, die bauen da. Das haben sie vorher, glaube ich, auch schon gemacht. Welche Planeten haben wir denn noch gefordert von euch, liebe Freunde, die wir noch nicht eingenommen haben? Liebe Freunde, ist gut. Kann ich das nochmal ganz kurz sehen? Das gehört doch alles schon uns. Istora noch nicht. Na gut, Istora machen wir noch und dann gibt es hier noch einen Planeten. Wahrscheinlich, vielleicht ist es das schon. Ich glaube, das zählt dann sofort, sobald irgendwas nicht besetzt ist. Wir können noch was dazufügen, ne? Also wir haben 264, wir könnten uns noch einen dazu nehmen. Noch einen ganzen Planeten. Hier gibt es auch noch eine Sumpfwelt, die uns Psardi wieder gefallen würde. Hier gibt es eine Präriewelt mit 24. Die finden wir, glaube ich, auch ganz schick. Aber hier Tunobo, das ist auch schon mal richtig. Da gibt es die vier Orbitalhabitate, die sie gebaut haben. Die nehmen wir ihnen jetzt einfach weg. Uxomen ist auch nicht schlecht. Aber es kostet immer ganz schön viel, ne? Obwohl hier 140. Das können wir uns nicht leisten. Was würde uns das hier kosten? 200, 245. Ja, eben, da ist ja natürlich auch ein Planet und deren Heimatwelt. Ach nee, die ist hier. Ach komm, dann nehmen wir uns Uxaman noch mit dazu für 140. Noch ein bisschen was. Noch ein bisschen was dazu. Okay, dann sollten wir eigentlich, wenn wir das jetzt holen, was ja schon passiert, richtig? Jawohl. Und dann das da oben und dann hier noch besetzen, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ihr seid auf dem Weg, richtig? Ihr seid auch auf dem Weg, alles wunderbar. Ihr kriegt dann noch einen Anführer, wenn ihr einen braucht. Tuban wird gerade von denen besetzt. Die sind auf dem Weg, 1200 Mann. Flottenstatistik. Wo ist das jetzt wieder? Das ist hier. Dann nehmen wir Moa noch mit dazu. Und dann sehe ich nicht, was
hier uns noch in den Weg gestellt werden könnte. Hier ist die geflohene Flotte der Komatani jetzt aufgetaucht. 6000 Kraft haben sie noch, 17, 23 und 18% haben sie jeweils noch Stärke. Das ist natürlich quasi nicht mehr zu leisten für die. Nicht-Angriffsversprechen der Komatani mit den Ikazuri Trade Union und und Janari Hive mit Ikazuri Trade Union. Interessant. Die Trade Union macht jetzt gerade hier ein bisschen auf Friedensrunde. Dann fliegen wir. Tuban ist schon besetzt, die Hauptstadt. Also. Es läuft doch alles. Und wir haben noch eine 10.000er Flotte zu Hause in Huntur gelassen. So, das ist Moa. Das ist das vorletzte System. Und dann sollte das mit Istora hoffentlich gleich vorbei sein. Haben wir hier noch irgendwo sonst noch Planeten, die ich nicht gesehen habe? Ich glaube nicht. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass ich das hier jetzt nicht mehr sehe. Oder sind das die ohne Sternchen? Sind das die? Nein, die haben ja auch ein Sternchen. Und die haben auch ein Sternchen. Und nochmal eine neue Forschung. Das sind die Modifikationspunkte für die Roboter. Das schauen wir uns, glaube ich, auch erstmal nach dem Krieg an. Wie wir unsere Roboter nochmal verstärken. Rumpfstärke Kreuzer ist gerade selten. Warum nicht? Ja, und dann können wir eigentlich, die sind schon mal fertig. Wir können uns schon mal wieder hier in diese Richtung bewegen. Im Notfall den letzten Schlag hier nochmal ausführen. Die 2, 7, 2, 4, 6, 7, 8000 ungefähr. Ja, gut, okay. Aber der ist ja auch gleich fertig. Der ist auch gleich fertig und wir könnten eigentlich, so, das ist jetzt besetzt. Damit sind wir, bei 66. Dann fliegt ihr doch lieber da runter. Und ihr könnt hier oben nochmal gucken, aber ich glaube wirklich, hier ist nichts mehr. Aber irgendein System muss es ja jetzt noch geben, oder haben wir jetzt kein System mehr, was wir nicht besetzt haben? Doch, fordert unbesetzte Systeme. Welches denn? Jetzt ist doch wirklich alles besetzt hier. Das haben wir auch besetzt. Brauchen wir nicht. Rivalität mit Yulau 001 ist beendet. Janari Hive hat die Ex-Horde zum Rivalen erklärt. Machen die hier irgendwas eigentlich? Bringen die irgendwas um? Nee. Die sind friedlich, ne? Gut. So, ich frage mich wirklich, was wir hier nicht besetzt haben. Oder gilt die Tunubo-Station jetzt wieder als von denen? Sie gilt natürlich als von denen. Warum wird mir das hier nicht so angezeigt? Das System wurde vollständig von Citizen League of Bazaar besetzt, steht da. Wenn du mir das nicht ordentlich anzeigst, dann kann ich das natürlich nicht wissen. So, auf Dressel sind wir angekommen. Gerne einmal eine Runde bombardieren. Und ihr auch. Nee, Moment, das ist die Station. Eine Runde bombardieren. Und dann werden wir das gleich einnehmen. Und da wir jetzt auch noch Verstärkung bekommen von der 1000er-Truppe, kann die eigentlich da auch gleich drauf. Die 270er-Truppe ist jetzt nur hierher gekommen, um sich das mit anzugucken, wie die Bosse das machen. Bisschen fies, aber gut. So, jetzt übernehmen die das hier wirklich wieder, oder was ist jetzt hier der Spaß? Warte mal. Die Council of Spiritualism Unchained hat Ikazuri Trade Union etwas spiritualistischer gemacht. Okay. Erst werden alle spiritualistischer um uns rum. Und jetzt wird hier tatsächlich angegriffen. Also, die Dicke kommt jetzt hier unten rum. Die nimmt die jetzt im Empfang. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird hier was falsch angezeigt. Kann ich nochmal gucken, ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe auch. Aber ich glaube nicht. Das müsste genau richtig sein. Und es wird angezeigt, als ob wir das alles besetzt haben. Das scheint aber nicht richtig zu sein. Weißt du was? Du kannst trotzdem hier runterfliegen. Jetzt ist hier die Flotte ja kleiner. Und die übernehmen jetzt hier Teile wieder. Das ist doch albern. Na gut. Der Neutronenwerfer ist fertig.
Wir haben viele Sachen, die wir uns wirklich angucken können, aber wie gesagt, ich mache das jetzt mal erstmal hier weiter fertig. Ich bin kurz davor, auch das zu machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Sternbasis in Ruinam. Moment. Ah, das ist hier. Ja, okay. Die Planetary Invasion da oben ist gestartet. So, jetzt ist aber wirklich mal Schluss hier. Die fliegen schon wieder zurück. Und trotzdem wir da den Planeten besetzt haben, sind wir nur bei 67%. Es ist interessant. Na gut. Aber ein xenophilischer Aktivist auf Alderaan, auf dem Habitat, das ist doch schön. Jetzt, da die Bsadi in die Sterne hinausgehen, fragen sich viele, was wir machen sollen, wenn wir andere intelligente Lebewesen treffen. Auf Alderaan Habitat Bsadi hat dieses Thema besonders aktuell geworden. Ich spreche heute nicht gut und ich glaube, wir haben das auch schon mal gelesen. Ich würde ihn wieder tolerieren. Xenophil finde ich ja gut. Wir werden diesen Mandat dort auch tolerieren. Und jetzt haben wir hier einige Geflüchtete, die wieder aus dem Belmarcosa Consciousness geflüchtet sind. Das ist interessant, wirklich. Dass hier die ganze Zeit Bsadi rausflüchten, macht mir Sorge. Das ist unser Partner ja eigentlich. Zumindest soll er das sein. Aber er will scheinbar nicht so richtig. So, von beiden Seiten kommen die Flotten. Wir machen mal ein bisschen schneller. Ich denke wieder, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, müsste es eine kurze, wird es wahrscheinlich eine Runde geben, in der, oh, jetzt machen das unsere Verbündeten schon, in der wir dann durch die Planeten und durch die Stationen gehen. Jetzt greift hier unsere Belmarcosa-Flotte da schon ein. Das können sie gerne tun. Hier ist noch eine 4000er, die wird hoffentlich jetzt gleich von der 11000er erledigt. Und wir haben schon die nächste Forschung. Das war die Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit. So, was haben wir noch? Den fokussierten Archenemitter. Die Gefechtsrollen, ich weiß nicht. Obwohl, können wir auch mal dazwischen schieben, weil wir können die ja einbauen. Ich sehe das nicht, was unter der Haube hier so passiert in dem Spiel. Da passiert bestimmt mehr, als ich mir jetzt gerade vorstelle. Insofern können wir das ruhig mal mitnehmen. Aber die Frage ist nach wie vor für mich. Jetzt haben wir schon wieder zwei Forschungspunkte, Forschungen. Unbesetzte Systeme ist nur noch minus 20. Okay, das sind jetzt hier die letzten, diese beiden hier. Das kann nicht anders mehr sein. Wir haben die Mega-Kunsteinrichtung freigeschaltet als neue Megastruktur und Rumpfstärke der Kreuzer nochmal um 500 erhöht. Also, synthetische Arbeiter. Ich glaube, das ist derzeit bei uns verboten, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ist natürlich eine schöne Sache und es ist auch noch eine gefährliche Technologie. Das wollten wir eigentlich nicht machen, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Ich würde mal die Megabauwerke aus lebendem Metall endlich mal starten. Lebendes Metall haben wir schließlich auch noch nicht. Und bei der Sozialforschung die interstellare Versammlung, das offizielle, inoffizielle politische Forum der galaktischen Gemeinschaft. Das, auch wenn die Zitadelle des Glaubens auch mal schön wäre, Lebensdauer sicherlich auch. Aber das müssen wir machen. So, ich wollte diesen Krieg eigentlich beenden in dieser Folge. Insofern lassen wir noch mal ein bisschen länger laufen. Da ist der Krieg gegen die Kormatani vorbei. Ich habe es gerade gesagt. So, Kormatani Unity, die ist sich einig, wir müssen Zugeständnisse machen, eure Bemühungen, unser Wachstum einzuschränken, haben sich fürs Erste als erfolgreich herausgestellt, der bestmögliche Ausgang. Wir haben alles bekommen, was wir haben wollten. Vier Planeten, Gefarak, Nadex, Dressel 1 und noch was. Und insgesamt sage und schreibe 19 Systeme. Und so sieht das jetzt aus. Die Kormatani Union, nur noch ein kleiner Fleck. Der allerdings durch diesen, ja, wo, ja, man darf schon sagen, auch hinterhältigen Angriff von uns, was heißt hinterhältig? Sie haben uns zuerst angegriffen. Wir sind überhaupt nicht hinterhältig. Aber sie haben jetzt wieder eine Unabhängigkeitsgarantie von den Sintomoroi bekommen.
Aber gut, das Schwarmbewusstsein ist quasi durch. Und ob die Sintomoroi sich wirklich gegen uns stellen wollen, das bleibt abzuwarten. Wir haben uns weiter vergrößert. Ich glaube, ja, also um die größte, flächenmäßig größte Nation zu werden, müssten wir sie wirklich nochmal ganz einnehmen, weil hier die Imari Sakrosant und die Rontor Galactic Union schon auch so groß sind, würde ich sagen. Aber ich finde, nachdem man am Anfang gedacht hat, dass wir mit den Prikiti eigentlich schon ziemlich einen fiesen Start hatten am Anfang, haben wir uns hier gut nach oben gearbeitet. Und man sieht, wir haben einen Haufen zu tun, um uns jetzt wieder um unsere eigene Forschung, unsere eigene Ökonomie zu kümmern. Terraforming läuft auch. Und ich glaube, ich muss endlich mal diese Mod installieren, die das ein bisschen übersichtlicher macht hier. Vielleicht mache ich das mal zum nächsten Mal. Oh ja, es gibt viel zu tun. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.